Und damit herzlich willkommen zurück zu DotHack Outbreak, dem dritten Spiel aus der DotHack-Serie. Vor einiger Zeit haben wir DotHack Mutation zu Ende gebracht. Nun können wir unseren Spielstand wieder umwandeln und importieren in den dritten Teil der Serie, damit es weitergehen kann. Mit dem Charakter, mit dem wir bereits 37 Stunden, 37 Minuten und 6 Sekunden lang gespielt haben. Laden erfolgreich. Es geht wieder los. カレンがザワールドを初めてプレイした日、彼の友人オルカはスケイスのデータドレインにより意識不明に陥った。 ザ・ワールドはただのネットゲームじゃない。別の目的を持った何かがうごめいている。少女アウラに渡されたインストールブック「黄昏の書」。それは腕輪に姿を変え、モンスターデータを改ざんするデータドレイン。 プロテクトエリアへの侵入を可能にするゲートハッキングという2つのスキルを彼にもたらした。それはオルカを意識不明にした力と同じものだった。謎の女性ヘルバから腕輪の力によるアウラの解放がオルカ救出の鍵を握るかもしれないとの助言を受け、彼とそのパーティーは スケイス、イニス、メイガスを撃破した。しかし、事態はむしろ悪くなるばかりだった。 すると、この時がターニングポイントだったのかもしれない。僕とゲーム「ザ・ワールド」との関わりは遊びの域を超えてしまった。 Da wären wir also wieder auf unserem Desktop mit der überhaupt nicht penetranten Hintergrundmusik. Irgendwann demnächst werden wir die mal ändern. Aber erstmal genießen wir diesen Bonus-Track, den wir uns innerhalb von DotHack Mutation freigespielt haben. Was haben wir hier? Aktualisierte Versionen. The World ist aktualisiert worden zur Version 3.02, sind halt folgende Neuheiten. Grundisuche. Grundis können jetzt nach Objekten in den Feldern suchen. Für mehr Details seht ihr die Informationen an Bord zur aktualisierten Version an. Großartig große Updates sind das ja nicht. Außerdem von Wiseman, kein Subjekts, den wir beim letzten Mal am Ende des Spiels ein bisschen spielen konnten. Meine Forschungskraft scheint etwas eingeschränkt zu sein. Ich stelle Nachforschung an und werde nicht zu erreichen sein. Ja toll, das heißt wir können ihn schon wieder nicht mehr spielen. Toll, Wiseman, ist richtig nützlich. Außerdem Nachrichten. Alte mit Informationen in nächste Handy-Generation. Das Unternehmen JTT Mobile Communications hat seine Pläne für die nächste Handy-Generation bekannt gegeben. Dabei wurden sowohl die Kommunikationsfunktion als auch die Geschwindigkeit 90 Mbps des Telefons verbessert. Dank der Kompatibilität mit Ultimate dürfte der Datentransfer zwischen PC und Netzwerk erleichtert werden. Zu den zusätzlich zu erwerbenden Peripheriegeräten und Funktionen gehören Tastatur, LCD-Monitor und Spracherkennung. In Industriekreisen heißt es, neue Telefon könne die PDAs den Todesstoß versetzen. Oh nein, nicht PDAs, die waren so nützlich.
Ultimate Corp hat heute die nächste Generation seines Betriebssystems angekündigt, Ultimate 2011, eine Nachfolgeversion des bereits erfolgreichen und mit Hochgeschwindigkeit internetzugangskompatiblen Ultimate 2001. Zu den Neuheiten dieses Systems gehören verbesserte Sicherheitsfunktionen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle. Einem Ultimate-Firmensprecher zufolge befindet sich der Entwurf in der Beta-Testphase, sodass das Produkt binnen einiger Monate auf den Markt kommen dürfte. Also die sind von Version 2001 auf 2011 gesprungen? Das möchte ich mal bei Microsoft sehen. Offizielle Ankündigung der CC Corporation. Die CC Corporation hat heute in einer Pressekonferenz verkündet, die während des Online-Spiels The World verursachten Komas gingen auf das Konto von Hackern und wurden keineswegs vom Spiel selbst hervorgerufen. CCC verurteilt diesen cyberterroristischen Akt und zeigte sich zuversichtlich, dass die Anführerin Helber sowie mehrere andere Hacker sicher bald verhaftet würden. Hey, wir sind die anderen Hacker. Das ist mal wieder typisch. Erstmal alles auf andere schieben. Ja, was soll die auch sonst sagen? Ey, ja, wir sind schuld, sorry, alle ins Koma und so, dann würde niemand mehr dieses Spiel spielen. Also sagt Leos halt, Hacker, da, die Schweine, holt sie euch. Neue Nachrichten auf dem Board und wir könnten uns natürlich einloggen, aber wir lesen erstmal, was es Neues gibt. Informationen zur neuen Version, die sind wichtig. Also gucken wir mal, Neuheiten kennen wir eigentlich schon, aber wir lesen trotzdem nochmal. In der aktualisierten Version 3.02 gibt es eine Neuheit, die wir beim nächsten Mal erklären werden. Oh, danke, dass es zwei Posts sind. Gruntis können jetzt nach Grunti versuchen, magischen Portalen und Dungeon-Eingängen. Um die Suche zu verwenden, drücke die Kreistaste, wenn du den Grunti ins Feld gerufen hast. Verschiedene Gruntis suchen auch nach verschiedenen Dingen, je nach Typ. Ja, es gibt ja pro Server immer drei Gruntis und jeder dieser einzelnen Gruntis sucht eine dieser drei Sachen, aber im Regelfall ist diese Suche nicht unglaublich nützlich. Die Suche nach Futter ist wohl das Beste, was sie da drin haben. Warum man jemals nach dem Dungeon suchen sollte, weiß ich nicht. Der ist so leicht auf der Karte zu sehen, das macht keinen Sinn. Wir kriegen auf jeden Fall erstmal eine Cutscene. Wird lustig. Die sah auch schon mal fitter aus. Hi. Ja, Kimiko. Siehst du nicht das Feuerwerk, Kalt? そうだ。エルクを知らないかい？また置いてきちゃったかな。エルクはどこ？どうしたんだミア？なんか変だよ。Eindeutig Aromagrasentzug. Eindeutig. Und tschüss. Das war ein hochaufschlussreiches Gespräch. Scheint auf jeden Fall nicht alles okay zu sein in dieser Welt. Naja, zurück in Cultural City, Kamina Gadelica. Da waren wir schon lange nicht mehr. Ja. Das Spiel beginnt jetzt wieder offiziell, aber wir haben gerade eine wichtige Zwischensequenz gesehen, also würde ich sagen, das Erste, was wir machen sollten, ist uns erstmal wieder auszuloggen, um zu gucken, was sich so alles verändert hat, nachdem wir diese wichtige Zwischensequenz gesehen haben. Denn es gibt bereits wieder neue Board-Nachrichten. Und wenn wir uns ausloggen, bin ich mir sicher, wird es auch wieder etwas Neues auf unserem Desktop zu sehen geben. Nicht wahr? Neue Mails! Na sowas. CC Corporation und Mistral. Oh. Benachrichtigung. Diese E-Mail soll unsere Kunden über die Probleme in The World informieren. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ursachen waren illegale Programme, die Helber und andere Hacker auf unseren Servern installiert haben. Wir haben aber dieses Programm jetzt löschen können. Wir werden unseren Kampf gegen den Cyberterrorismus fortsetzen und allen Hackern das Handwerk legen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns weiter, Sie in The World begrüßen zu dürfen. Mhm. Ich muss etwas mit dir besprechen. Bitte komm nach Delta Town. Ich weiß, du bist beschäftigt. Sorry. Mistral will uns treffen. Das klingt verdächtig. Ich hoffe mal, da ist nichts Schlimmes im Busch. Aber okay, wir waren schon lange nicht mehr auf dem Delta-Server. Werden wir wohl mal wieder einen kleinen Besuch darüber machen. Aber vorher haben wir noch einiges im Board. Wie Testversion von The Worlds. Da gibt es einen Harald Hewick-Eintrag. Das ist der Typ, der verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob das was mit dem neuen Titel zu tun hat oder mit den anderen Sachen. Boah, ist das alles präzise ausgedrückt. Allein. Sieg, was ist los? Hab dich eine Weile nicht gesehen und auf meine Mails hast du auch nicht geantwortet. Du hast gesagt, du wolltest mir deinen Freund vorstellen. Mhm, genau. Epitaph des Zwielichts. Auktion. Das Original-Epitaph war auf Platz 8 der Liste der höchsten Gebote aller Zeiten auf einer Auktionsseite. Wie viel? Würde das ein Bestseller werden?
Ich hasse diese sinnlosen Einträge. Der Preis war so hoch, weil es nicht veröffentlicht war, oder? Ja, jetzt war es ja dann öffentlich in dem Moment, wo es zur Auktion gestellt wurde, also... Ja, scheinbar gibt es immer noch irgendwas Neues an Bord. Okay, lesen wir später. Jetzt loggen wir erstmal ein und gehen rüber auf den Delta-Server. Aber vorher ein kleiner Abstecher nach Cultural City Carmina Gadelica. Wo alles wunderschön wie immer aussieht. Und wir nicht wieder von einer Cutscene begrüßt werden. Ja, dann andere Server. Wir haben da noch zwei andere Orte. Nach Mek'Anu. Meine absoluten Lieblingsstadt, die jetzt auch ein bisschen chaotisch aussieht. Seit den letzten Diskrepanzen mit der dritten Phase, die wir da so im Kampf hatten im vorherigen Spiel. Da steht's auch schon. Hallo Mystery. Lange nicht gesehen. Nani? Oh Gott, was kommt jetzt? Ja, alle Leute spielen Online-Spiele. Das ist nicht gut. Sieht aus, als hätten wir gerade Mystery für unsere Gruppe verloren. Aber die war unser bester Wavemaster. Ich will nicht Elk einladen müssen. Was soll ich mit Elk? Wiseman will auch nicht mit uns mitspielen. Ja, da wäre ich auch depressiv. Auch wenn ich mich hier so umgucke, ist halt alles richtig, was wir machen. いいか悪いかなんて分かんないでしょ。でも、もういい加減にしなさいよね。本当イラつく。私たちが何のために怖い思いしてきたか、よく考え直しなさいよね。 Und weg. Da hat sie Kaitja mit den freundlichsten Worten zurückgelassen, die ihr eingefallen sind. Zu gütig. Tja, was machen wir jetzt? Black Rose ist sauer, Mistral ist weg, Wiseman will nicht mit uns spielen, Mia ist durchgeknallt. Unsere Party wird langsam aber sicher zunehmend begrenzter, habe ich das Gefühl. Wir sollten erstmal ausloggen und gucken, was eigentlich los ist. Vor allem müssen wir mal wissen, wer überhaupt jetzt zur Verfügung steht. Irgendwie sind alle Leute entweder nicht zur Verfügung oder haben sonstige Probleme oder sind sauer auf uns. Irgendwas ist immer. Mailer, was hat sie denn geschrieben? Black Rose, komm schon. Das sind ziemlich hektische Zeiten, aber ich bin sicher, es wird besser. Ich kann niemanden kontaktieren, aber mir geht es gut. Melde dich mal. Wie, sie kann niemanden kontaktieren? Außerdem ist ein neuer Server geöffnet. Der gesperrte Sigma-Server ist wieder offen. Die Grafiken in einigen Gebieten können noch Fehler haben. Das Spiel funktioniert aber. Und du kannst jetzt zum Sigma-Server gehen. Wurde ja auch mehr als Zeit.
Wähle andere Server aus am Chaos-Tor-Menü. Wir können tatsächlich ein neues Ziel auswählen. Das heißt, nix wie rein, zurück ins Spiel. Wir müssen einen neuen Server besuchen und uns ein neues Gebiet von Näherem betrachten. Während es nebenbei immer noch neue Bordnachrichten gibt oder sowas. Das heißt, es gibt bestimmt wieder neue Nebenaufgaben, neue Gruntis zu züchten, neue andere sinnvolle Dinge für uns zu tun. Und vor allen Dingen mal wieder eine neue Umgebung, die wahrscheinlich genauso schrecklich verbuggt aussehen wird wie hier das Gebiet. Wobei das eher aussieht, als hätte jemand eine merkwürdige Textur über das Standardgebiet drüber geknallt, anstatt dass es wirklich verbuggt ist. Es glitscht ja relativ wenig, es ist einfach nur merkwürdig in der Textur. Aerial City, Fort Uf, der Sigma-Server. Eine neue Umgebung zu erkunden. Wenn man hier genau hinguckt, dann merkt man eine unglaubliche Ähnlichkeit mit dem geheimen Gebiet aus dem letzten Spiel, das wir gespielt haben. Man hat also quasi die Unterseite, diese Stadt hier, in der wir jetzt sind, als geheimes Gebiet vorher schon mal gehabt. Oder zumindest ist angedeutet, dass es so ist. Wer weiß, ob es tatsächlich so gedacht war oder ob es nur ein Zufall ist. Ich gehe davon aus, ist mein Headcanon. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal beim nächsten Mal wieder, wenn wir einen neuen Server zu erkunden haben. Bis dahin. See ya!